Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Panzer Corps 2 Axis Operations 1945. Wir sind in der alternativen Kampagne, haben Unternehmen Puma gerade beendet und jetzt schauen wir mal, was wir hier haben. Während die Planungen für die Zerschlagung des sowjetischen Frontbogens nördlich von Rumänien laufen, benötigen die Truppen im eingekesselten Riga. Ah, okay. Dringend Vorräte. Möchten Sie sich an dem Versuch beteiligen, den Kessel zu durchbrechen oder direkt mit dem nächsten Standardszenario fortfahren? Für diese spezielle Luftoperation zur Befreiung des Riga-Kessels werden ausschließlich Flugzeuge und keinerlei Bodentruppen benötigt. Ja, natürlich, Luftunterstützungsmissionen sind immer ganz witzig. Können wir auch Fallschirmjäger benutzen? Ja, diese Luftunterstützungsoperationen, ne, die haben sich jetzt so etabliert irgendwie hier in der Reihe, wie es aussieht. Oh, was haben wir denn da Schönes? Unternehmen Bachstelze, 5. Februar 45. Die Scharnhorst und die Gneisenau. Ich habe diese Schiffe seit Unternehmen Cerberus nicht mehr gesehen. Das ist jetzt schon mehrere Jahre her. Damals ahnte ich nicht, dass wir die letzten deutschen Überwasserschiffe retten würden. Oh Gott, die Minen sehen ja toll aus. Nicht die letzten. Das imposante Schlachtschiff Tirpitz ist ebenfalls mit von der Partie. Ich habe ein mulmiges Gefühl dabei, dass diese Schiffe in Aktion zu sehen. Vielleicht liegt es ja daran, dass wir heute nicht auf die Unterstützung von Adolf Galland bauen können. Wahrscheinlich ist es besser so. Das Risiko wäre zu groß gewesen, dass Generalleutnant Galland mich erkennt. Vielleicht. Aber dieses Versteckspiel kann nicht ewig so weitergehen. Und nebenbei bemerkt, ist niemand so vertrauenswürdig wie mein Freund. Darüber hinaus ist sein Einfluss innerhalb der Luftwaffe nach der unehrenhaften Entlassung des Reichsmarschalls gestiegen. Wir können uns ein andermal darüber Gedanken machen, wem wir mein Geheimnis offenbaren können und wem nicht. Wir müssen General Jin von Quakenburg über die aktuelle Lage unterrichten. Natürlich. Herr General, die Vorbereitungen für eine neue Offensive zur Zerschlagung des feindlichen Frontbogens in Ostpolen schreiten voran, doch eine andere Angelegenheit erfordert nun unsere Aufmerksamkeit. Bereits Mitte 1944 wurden Truppen von Heeresgruppe Nord in Riga eingekesselt und verteidigen seitdem hartnäckig die Stadt und die umliegende Gegend. Achso, ist es nur hier oben? Das kleine Ding? Der Rest sind alles die... Oh, ne, hier unten auch. Ach, dann ist das hier wahrscheinlich Riga, ne? Und von Norden her versuchen wir hier die Belagerung zu brechen. Ja, müssen wir mal gucken. Die letzten Monate konnten wir die Truppen auf dem Luft- und Seeweg versorgen. Da die Sowjets jedoch in der Region zunehmend am Boden gewinnen und uns mit schlagkräftiger Luftverstärkung unter Druck setzen, sind wir gezwungen, die Luftbrücke nach Riga zu schließen. Die feindliche Luftüberlegenheit ist so erdrückend, dass unsere Bombardements und auch unsere amphibische Landungsoperation zur Rückeroberung des Küstenhafens von Memel abgebrochen werden müssen. Der Küstenhafen von Memel, ist Memel eine Stadt? Ich dachte, es wäre irgendwie ein Fluss eigentlich. Oh, keine Ahnung. Womit wir nun zu Ihnen kommen. Primäres Ziel, eskortieren Sie alle vier deutschen Großkampfschiffe zur südlichen Austrittszone. Okay, geben wir die jetzt echt auf? Primäres Ziel, die Tirpitz und die Prinz Eugen müssen überleben. Die Scharnhorst und die Gneisenau müssen auch überleben. Okay, mehr Pfeile bitte. Elite-Ziel. Eskortieren Sie mindestens 5 Versorgungskonvoi-Schiffe zur nördlichen Austrittszone, bevor Sie die deutschen Großkampfschiffe zur südlichen Austrittszone eskortieren. Dass die letzten Großkampfschiffe der Kriegsmarine hier eingesetzt werden, zeigt, wie wichtig es ist, dass der Riga-Kessel standhält. Bedauerlicherweise können diese Schiffe gegen die überwältigende Luftüberlegenheit der Sowjets in der Region nur wenig ausrichten, weswegen Großadmiral Dönitz den Schiffen den Befehl zum Rückzug gegeben hat. Dafür zu sorgen, dass diese Kriegsschiffe nicht versenkt werden, hat für uns oberste Priorität. Ich empfehle daher, die Einsatzfähigkeit unserer Kampfflugzeuge für eine Abschirmung maximal auszureizen, solange die Schiffe von Memel in Richtung Königsberg unterwegs sind. Beachten Sie,
dass die Schiffe bereits Schaden genommen haben, weswegen sie sich möglicherweise nicht mit Maximalgeschwindigkeit fortbewegen können. Oh, das ist aber blöd. Und noch etwas, Herr General. Da die Sowjets die Ostsee vermint haben, können die Schiffe nicht einfach außer Reichweite der sowjetischen Flugzeuge gelangen, sondern müssen bei ihrer Fahrt recht nah an der Küste bleiben. Zu guter Letzt eine weitere Aufgabe, der sie sich annehmen könnten. Theoretisch wäre es möglich, die Konvoiroute nach Riga vorübergehend zu sperren und abzuwarten, bis sich die Lage in der Region nach dem Rückzug unserer Großkampfschiffe beruhigt hat. Allerdings ist es fraglich, ob die Truppen im Kessel von Riga ohne kontinuierliche Versorgung von außen durchhalten würden. Falls Sie der Meinung sind, dass unsere Luftstreitkräfte stark genug sind, einen Spießrutenlauf zu überstehen, könnten wir versuchen, die Versorgungsschiffe zu eskortieren. Und zwar bis zu ihrem Zielpunkt Riga. Okay, also ist Riga da oben. Ne? Auf zum Sieg für das Deutsche Reich. Okay. Schauen wir mal. So, eingeschränkte Aufstellung. Wir haben 66 Punkte nur. Anführer. Ja, okay. Ja, okay, also wir können im Prinzip niemanden hier benutzen. Schieben die also erstmal alle in die Reserve. Und dann gucken wir uns das Ganze mal kurz an. So, was haben wir hier? Hier haben wir Königsberg, okay. Hier haben wir... Achso, das hier ist Memel. Und da ist hier oben halt irgendwo in der Gegend Riga. So, wir steuern die Jungs hier alle. Versorgungsschiffe sollen wir, ne? Mindestens Versorgung und 5 Versorgungskonvoi-Schiffe. 1, 2, 3, 4, 5, 6 haben wir hier. Ich weiß nicht genau, was ich mit den Zerstörern mache, ehrlich gesagt. So, da müssen wir mal gucken. Wir haben, denke ich, hier oben einen Flughafen, den wir benutzen können. Wir haben hier unten einen. Und hier zwischendrin haben wir noch einen. Ja, hier zwischendrin haben wir noch einen. Den müssen wir allerdings ein bisschen schützen, ne? Also vielleicht müssen wir hier auch ein, zwei Bomber stationieren tatsächlich, um diesen Zwischenflughafen hier zu schützen, damit die Sowjets von hier aus nicht irgendwie frech werden. Da müssen wir hier vielleicht irgendwie vorrücken können. Ich weiß nicht, ob die Truppen hier halt aggressiv vorrücken oder nicht. Das müsste man mal rausfinden bei Gelegenheit. So, dann haben wir... Neue Flugzeuge, Fragezeichen. Prototypen. Die Messerschmitt ist besser. Die Dornier-Pfeil haben allerdings ein Feld mehr Reichweite. Ja, die hier, ne, die haben halt eigentlich die krasse Reichweite, aber wir sind halt ziemlich lappig in der Luft. Aber wir müssen mal gucken, ob wir hier irgendwie... können wir da aufstellen? Warte mal, ich muss mal gucken gerade. So, das funktioniert nicht. Dazu muss ich erst welche verschieben. Wen nehme ich denn hier? Ich nehme mal diese. So, genau. Ich kann da oben den benutzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bis hier. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21. Okay, gut. Also da haben wir schon mal eine gute Überlappung, ne? Und nach hier unten passt das auch. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur diese beiden Flughäfen, ne? Hier oben, hier unten. Ja, hier den können wir, glaube ich, weglassen.
Hier oben, das sieht ganz gut geschützt aus, hoffe ich zumindest. Hier unten würde ich gerne ein bisschen aggressiv bombardieren, wenn das irgendwie geht. Da müssen wir mal gucken. So, euch nehmen wir auf jeden Fall mit. Ein bisschen sortieren hier mal. Ihr fliegt nicht in Hinterhalte rein, könnt super gut beschützen. Ihr kommt mit. Ihr seid schnell verlegefähig, ihr kommt auf jeden Fall mit. Die sind Überlebenskämpfer, die können mit. Also ich hätte, glaube ich, gerne nur einmal Aufklärer. Vielleicht nehmen wir noch ein zweites Mal Aufklärer mit. Müssen wir mal gucken. So, dann gucken wir erstmal hier rein. So, die kosten jeweils nur halbe Punkte, ne? Das heißt, die werden auf jeden Fall schon mal mit Überstärke versehen. Das kostet halt richtig viel hier. Da habe ich noch 14 Punkte, wenn ich das so machen würde. So, das heißt, ich hätte 7 Jagdgeschwader. Ja, von denen sind auf jeden Fall 2 schnell verlegbar. Ich hätte noch einen Punkt übrig. Dann könnte ich noch eine zweite Aufklärerstaffel zum Beispiel holen. So, euch hätte ich gerne hier unten, denke ich, ja. So, und den Rest gibt es dann oben. Ne, warte mal, hier die 15er hätte ich auch gern hier unten. Obwohl, die sind schnell verlegbar, ne? Die kann ich vielleicht so oder so irgendwie hier runterbringen. Na, ich weiß halt nicht genau, wie schnell die dann wechseln können. Und wie weit die vor allen Dingen hier irgendwie wechseln können, das müsste man dann auch mal irgendwie rausfinden tatsächlich. So, einen haben wir noch, dann holen wir uns hier auf jeden Fall noch ein paar Aufklärer dazu. Haben wir neue Aufklärer irgendwie? Was habt denn ihr für eine Sichtweite? Die können ja so super schön weit fliegen. Ich sehe die Sichtweite gerade gar nicht. Ach, da hinten 2. Ja, 2 ist ja nicht so irre krass. Warte mal, die habe ich als Aufklärer, ne?
Ach so, weil die sich halt auch ein bisschen verteidigen können. Fliegen dafür nicht ganz so weit. Ja, gut, dann muss das wohl so gehen. So, das stellen wir hier noch auf. Die können dann so ein bisschen auf Minensuche gehen und sowas. Damit wir da nicht irgendwo reinfliegen. Die kann ich vielleicht auch relativ alleine bewegen. So, habe ich hier irgendwie, kann ich noch irgendjemandem Helden geben? Moment, das schauen wir gerade nochmal. Euch zum Beispiel. Was habe ich denn da noch? Gut getarnt? Gut getarnt ist gar nicht so kacke eigentlich, ne? Was habt denn ihr hier? Ihr lernt schneller. Schnelles Feuern, schnelle Verlegung. Ja, okay, gut. Die Einheit greift immer zuerst an. Da brauchen die ja eigentlich nicht kampfbereit, oder? Wenn die immer zuerst angreift. Nimm es mal raus. Tarn die mal so ein bisschen. Guck mal, ob das irgendwie cool ist. So, dann könnt ihr hier meinetwegen ihr könnt kampfbereit sein. Das beschützt die vielleicht wenigstens ein bisschen. Und ihr seid dann halt berühmt und meinetwegen auch krasse Anführer. Das nehme ich dann, glaube ich, im nächsten Szenario einfach wieder von denen runter. Aber für den Moment können wir das benutzen. So, dann schauen wir mal. Ja, ist in Ordnung. So, und ich kann jetzt die Kriegsschiffe auf jeden Fall bewegen, ne? Weit kann ich die bewegen? Bis dahin nur. No. Ja, dann wollen wir uns auf jeden Fall hier irgendwie eine, das glaube ich, die langsamste Einheit, hier so drumrum versammeln. So, da unten haben wir noch ein paar Minen aufgeklärt. Sehr gut. So, hier sind wir ja drüber geflogen, ne? So, welches Schiff ist denn hier eigentlich am schwächsten aus der Luft? 12, 12, 12, 10. Die Prinz Eugen. Okay, also über die Prinz Eugen würde ich dann super gerne hier irgendwie die Jungs ballern. Also, und dann erkunden wir hier mal so ein bisschen die Route. Nach Norden, aha, okay. Wer macht denn das? Ihr macht das eigentlich, ne?
mal, was haben die hier? Blitzangriff, Unterstützungsfeuer, Immun, Präzisionswaffe. Ja, ihr macht das. Wir können natürlich auch versuchen, hier irgendwie anzugreifen, aber lass mal nicht machen. Wir müssen hier nur ein bisschen gucken, ne? Wo ist die Luftabwehr, wo müssen wir uns so ein bisschen fernhalten. Hier haben die gar nicht so viel Luftabwehr, doch ihr seid auch eine Luftabwehr. So, 1,5, 1,3, 1,4. So, da ist natürlich die hochinteressante Frage. Wir würden dann hier erstmal versuchen, die Luftwaffe auszuschalten natürlich. Beziehungsweise die Luftabwehr. So, die Schiffe ziehen wir hier auf jeden Fall weg, würde ich sagen. Ja, hallo? Ach so, die kann ich nicht ziehen. Die sind blau. Die gehören mir nicht. Okay, alles klar. So, greifen wir die Jäger oder die Bomber hier unten an? Das wird ja auch noch eine spannende Frage. Dann müssen wir halt hier erstmal irgendwie diesen Konvoi sammeln. Dass sie hier schön zusammenrücken. So, was haben wir denn hier? Ein Schnellboot. Ja, ich glaube, das Schnellboot nützt uns nicht so viel, ne? So, wir machen uns mal hier ein bisschen breit. Die müssen dann vielleicht die Route da unten so ein bisschen erkunden. Ach, wisst ihr was? Wir machen es ganz simpel heute. Erstmal die Jäger weg. Dann machen wir hier die Panzer so ein bisschen platt. Was seid ihr? Artillerie. Okay. Dann gehen wir hier mit unseren Bombern so ein bisschen auf Bomberjagd. Und hoffen, dass unsere verbündeten Einheiten dann irgendwas Sinnvolles damit machen. Oh, klar, ich habe doch Kriegsschiffe hier. Warum benutze ich die nicht? Boah, das hätte ich natürlich vorher machen sollen, ne? Habe ich natürlich verkackt. Bloß weil die beschädigt sind, heißt ja nicht, dass sie jetzt nichts machen können. Ja, okay, gut. Ich muss also meine Kriegsschiffe benutzen.
Das ist ein interessanter Einfall, der mir da jetzt gekommen ist, Mensch. gut, okay. So, dann schauen wir mal, was hier abgeht. Von da können die hier so weit fliegen. Okay, gut. Gut zu wissen. Ja, okay, über den Fluss kommen sie nicht rüber, da sind sie auf Brücken angewiesen. Die es da nicht gibt. Das heißt, der Süden ist relativ sicher. Also alles, was da passiert, ist eigentlich wertlos, ne? So richtig nach Vorwärtsbewegung sieht das hier noch nicht aus. So, da muss ich mal gucken. Hier fliegt ja so einiges in der Gegend rum. So, wie weit kommen wir denn? Wir kommen hier an diesem Minengürtel im Prinzip. Ja, ein Feld vorbei, ne? Nach hier drüben irgendwo in die Gegend. Ja, hier wollen wir unseren Aufklärer hinschicken. Oh, da sind ja echt überall Minen. So, den IS-1 machen wir wenigstens kaputt. So, und dann kommt ihr schon nicht mehr weit genug.
hier alles vernünftig abdecken zu können. Ja, schade. So, was seid ihr denn? Seid ihr so eine Torpedobomber oder sowas? Die sind gegen Schiffe nicht wirklich benutzbar, wie es aussieht. Das sind einfach nur Aufklärer, glaube ich. Ja, das sind Aufklärer. Aber gut, wenn wir die ein bisschen blind machen können, das ist ja auch schon mal gut. Dann machen wir das natürlich. Schalten wir ein bisschen die Seeaufklärung aus. Das finde ich in Ordnung. So, hier müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das am besten machen. Okay, das sah ganz gut aus. Die leben noch. Nee, okay. Achso, aber ihr könnt ja ruhig zweimal schießen. Also, ihr verstärkt euch hier hinten einfach. Ihr knallt hier diese Bomber weg. Dankeschön. Und verteidigt dann hier drüben. Ah, die Polikarpovs würde ich natürlich super gerne irgendwie wegnehmen. Aber ich brauche halt auch hier drüben noch irgendwas. Für eine angemessene Verteidigung. Na, wir schauen mal, ob wir einfach Glück haben. Und die rausnehmen können. Nee. Nee, nee. Mm-mm. Ist nicht. So, und die können halt Bomber bis nach ganz hier drüben schicken. Okay. So, dann versuchen wir uns hier ganz am Rand lang zu bewegen, so ein bisschen. Immer in der Hoffnung, dass die Bomber gar nicht so weit kommen. So, und dann würde ich gerne mal testen einfach nur. Ja, die können nämlich nicht nach hier hinten verlegen. Also da müssten wir dann so ein bisschen hin und her spielen. Ja, die kommen hier nicht an die Polikarpovs ran, leider. Bleiben also einfach da hocken. So, und ich hoffe, die hier versuchen irgendwie ein bisschen vorzurücken, wenigstens. Ansonsten habe ich meine Bomber halt auch so ein bisschen umsonst mitgenommen. Müssen wir mal schauen. Dann müssen wir die anders einsetzen.
Die haben Sichtweite 1 nur da hinten, das ist gut. Ja, ich würde den Panzern halt wirklich gern sagen, dass sie hierhin vorrücken sollen. Einfach damit wir hier so ein bisschen Ruhe haben in dem Bereich. So, jetzt müssen wir schon anfangen zu jonglieren, ne? Wir können Bomber nach da drüben bringen, das ist kein Problem. Dann können wir uns dafür eine Luftunterstützungseinheit hierher holen. Ja, wir bringen die mal alle hier rüber. Das war falsch. Eins zu zwei nur. Wie krass sind die denn? Was haben die vor allem gebündelte Stärke? Ah, okay, Verteidigungsbonus. Und sind schwer zu treffen, okay, ja. So, hier kommen wir gerade so dran vorbei. Ah, die haben eine ganz gute Aufklärungsreichweite, wie es aussieht. So, was können wir denn hier drüben kaputt machen? Hier gar nichts. Die Artillerie machen wir auf jeden Fall kaputt. Wunderbar. Hey. So, ihr seid unsichtbar, ne? Also, die Polikarpov sehe ich jetzt im Moment gar nicht. Die haben natürlich Sichtweite 4 auch. Die Jak 7 PR, okay, das sind auch so eine hässlichen. Aber um die kümmern wir uns jetzt, glaube ich, gar nicht gerade. So, wo sind meine Aufklärer da? So, euch brauche ich da. Hier hinten brauche ich einen Jäger auf jeden Fall. Da muss ich gleich mal gucken, wer es wird.
könnten natürlich auch einfach die Jäger hier ignorieren und Bomber dafür abschießen, ne? Na, wir haben zwei Angriffe, passt mal auf, wir machen das so. So, das ist die Bismarck. Das ist die Scharnhorst. So, hier drüben kommen im Moment nur Jäger hin. Bomber meine ich natürlich. So, und das sind auch immer die beiden gleichen, glaube ich. Na, wir müssen hier unterhalb hin. Jetzt doch weiter, als ich eben. Gedacht habe, scheinbar. Okay, dann interessiert uns hier dieser Durchlass wahrscheinlich. So, euch hätte ich gerne. Hier in der Gegend. Das funktioniert nicht. So, ihr übernehmt mal hier. Kann ich noch ein Flugzeug verlegen? Ne, ist voll. Dazu müsste ich da erst noch einen Bomber weg verlegen. So, wir können hier ein bisschen diese Aufklärer jagen gehen. Sind das ja auch welche? Ne, das sind echte Jäger. So, da fliegt ihr dorthin. Ihr begleitet die. Nein! Ach, naja. So, und hier ja, die Bomber, ne? Die müssen halt weg. Die Jäger sind schwer angeschlagen, keine Ahnung, wohin die sich zurückziehen. Das finden wir raus bei Gelegenheit.
So, was haben wir denn hier noch? Jak7PR, hallo. Leben noch. Ja, hier scheint es keinen Vorstoß zu geben, ne? Wir haben da schön frei bombardiert eigentlich, aber da passiert nichts. Finde ich schade. Ja, wir müssen mit unseren Aufklärern mal hier drüben irgendwie erkunden, wie es da aussieht, glaube ich. Na, vielleicht können wir ja die Versorgungsschiffe hier drüben langführen und müssen die gar nicht hier durchbringen. Müssen wir mal gucken. So, ich glaube, mehr kann ich nicht tun. Für den Moment. Kommen die echt hier reingeflogen? Ich dachte, da oben wäre einigermaßen safe. Da habe ich mich wohl geirrt. Oh, nicht gut. Gar nicht gut. Ach, die haben auch frische Flieger bekommen, wie es aussieht. Ja, gut. Das ist natürlich ärgerlich. Na, ja, ich glaube, die Bomber waren quasi Verschwendung, ne? Also die muss ich auf jeden Fall woanders hinziehen. Irgendwo, wo es ein bisschen sicherer ist. Ja, ich denke, die Bomber werden wir dann, also ich werde den Zug irgendwie nochmal spielen, da werde die Bomber nach hier unten bringen. Ich dachte halt, hier oben kommen die einfach nicht reingeflogen, weil da haben die bisher die ganze Zeit nicht angegriffen. Die scheinen jetzt aber irgendwie neue Flugzeuge bekommen zu haben und werden jetzt hier so ein bisschen frech. Versuchen wahrscheinlich einfach nur hier oben das so ein bisschen zu binden. Da müssen wir aber auf jeden Fall ein bisschen anders agieren. Gut, dann war es das für heute auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.